der hier? Hallo. Oh, dich kenne ich doch. Du bist also der, den sie den Alleskönner nennen. Weißt du, heute ist der Todestag meiner Frau und ich würde gerne ihr Grab besuchen. Aber auf dem Friedhof haben sich grausige Bestien eingenistet. Könntest du vielleicht an meiner Stelle zum Grab meiner Frau gehen und beten? Das wird nicht billig. Danke dir, mein Junge. Der Friedhof liegt hinter dem Fluss. Ich habe aber gehört, dass das Tor verschlossen worden sein soll. Damit sich kein nichtsahnender Mensch dort hinein verirrt, heißt es. Sag mal, haben wir bei Moggy nicht einen Friedhofsschlüssel getauscht? Genau dafür ist er nämlich. Ruhe in Frieden. Jetzt muss ich gerade erstmal wieder raus aus den Slums. Moment, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Genau, hier ist die Quest. So, die erstmal wieder priorisieren. Und wieder hier entlang. Dieses Kapitel ist relativ lang, muss ich sagen. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viel zu tun. Ah, hier ist er, genau. Oh, da sehe ich doch schon die Monstren. So. Nephia-Weberin, so rum. Ein Moment, erstmal Analyse. Ach, jetzt habe ich nicht geguckt. Ich vermute aber... Feuer. Jawoll! Kommt nicht wieder vor. Und auch Schock, yes! Neuer Plan. Jetzt entscheiden wir es! Und los geht's! Los geht's! Kann mich jemand ablösen? Ah, ich kann gleich beschwören. Nee, oder? Kann. Ah, okay, Karfunkel! Hilf mir! Oh, was für ein süßes Kätzchen. Süß, oder ist das ein Hühnchen? Ich weiß es nicht. Esper-Fähigkeit. Ja, warum kann ich es halbiert vorübergehend? Ach so, ein Moment. Elixier? Nein. Nee, Gegengift. Frosch. Frosch, würde ich sagen, ne? Nee, kann es nicht. Nein, Wachmacher. Echo? Nein. Hyper? Ich kann es gerade nicht einwenden. Ich hoffe, Karfunkel setzt trotzdem so ein paar Sachen ein. Also, Cloud geht's auf jeden Fall jetzt besser. Smaragdglanz. Oh, 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 wie süß! Was für eine wunderbar süße Attacke. Ach, das ist eine Heilattacke noch gewesen zum Abschluss. Oh! Mega cute. Ich zähle auf dich. Nee, tief. Na, jetzt aber. Schade, dass ich das Limit von Eris noch nicht sehen konnte. Das Limit ist fast voll, die Limitleiste. Magst du nicht auch ein Gebet sagen, Cloud? Brauche ich nicht. Wir sollten zurück und Bericht erstatten. Das ging ja doch ein wenig zu. Naja, nicht zu leicht. Es war schon ein bisschen herausfordernd, aber hey. So, wir haben es aber auf jeden Fall jetzt geschafft. Ich stehe wieder in deiner Schuld. Hier, deine Belohnung. Hm,
Diesem Herrn hier habe ich viel zu verdanken. Na, und dir mittlerweile wohl auch. Also hier, das ist für dich. Nun nimm schon. Danke. Wir haben das Grab deiner Frau gepflegt und für sie gebetet. Ah, danke dir, mein Kind. Dank euch kann ich wieder ruhig schlafen. Hm. Ich hatte sogar schon überlegt, das Grab meiner Frau gar nicht mehr zu besuchen. Mit meinen schwachen Beinen wird das nichts mehr. Das habe ich mir immer wieder gedacht. Nur noch ein allerletztes Mal entschied ich. Und genau in diesem Augenblick seid ihr auf einmal vor mir aufgetaucht. Na Gott sei Dank. Schaffe ich es nicht mehr. Meine Frau hätte Verständnis dafür. Oh, der Friedhofsschlüssel. Bring ihn Moggy zurück. Aber ich kann doch nicht. Warum bringst du ihn nicht zurück? Außerdem schuldet ihr mir 5000 Geld. Ach komm, Cloud. Geld, immer nur Geld. Ich verstehe ja schon. Deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Den Schlüssel bringe ich selbst zurück. Ach, was für eine Schande. Das ist die Welt, die Shinra uns eingebrockt hat. Ja. Also. Die Leute verlassen sich auf uns. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben. Schon. Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne. Aber ich bin nicht immer da, weißt du. Natürlich. Tut mir leid. Aber meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Aber musste Cloud das gerade so sagen? Das stößt doch den Alten schon wieder so vor den Kopf. Das war jetzt wirklich nicht nötig. Aber ja, es ist halt Cloud. Oh. Wie gefällt euch unsere Dekoration? Oh, ein Schokobo. Das sieht man. Sehr schön. Nicht wahr? Pass auf. Ach, da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand von Shinra in Richtung deines Hauses gegangen ist. Ach nein, nicht schon wieder. Du weißt schon, einer dieser unheimlichen Typen in Schwarz. Errungenschaft freigeschaltet. Meisterflorist. Nice. Aber wait. Erst will ich noch die Quest machen. Ich will noch nicht weitermachen und einer der Turks schon wieder. Mann, Mann, Mann. Ah, du bist dieser Ex-Soldat, von dem alle reden? Cloud, richtig? Jetzt ist er ein Alleskönner. Fräulein Furia, Sie wirken so aufgebracht. Das bin ich. Sehr sogar. Die Kinder, die ich heute auf den Rundgang geschickt habe, sind noch nicht zurück. Der Unterricht hat schon längst angefangen und keiner ist da. Rundgang? Ah, die Nachbarschaftshilfe der Kinder vom Helmchenhof, richtig? Genau. Als Dank für Spenden gehen sie Müll aufsammeln, Besorgungen erledigen oder zeigen sich anderweitig erkenntlich. Ihr habt sie nicht zufällig irgendwo in der Gegend gesehen? Ah. Dabei habe ich heute Abend doch Pläne und muss mich noch vorbereiten, wisst ihr? Wir könnten sie ja suchen gehen. Oh, wirklich? Das würde mir sehr helfen. Es sind 5 Frechdachse, die noch nicht zurück sind. 5 Stück. Sie haben selbstgebastelte Schwerter dabei. Daran erkennt ihr sie sofort. Okay, selbstgebastelte Schwerter, was? Dann muss ich doch mal gerade gucken. Kinder mit selbstgebastelten Schwertern. Ach, da ist ja schon eins. Huch, Cloud? Und? Wie läuft die Patrouille? Die Slumbewohner sind alle total aufgeregt. Bestimmt wegen der Explosion im Reaktor. Das hast du gut beobachtet. Ich bin beeindruckt. Aber hast du nicht etwas vergessen? Der Unterricht! Ich muss schnell zurück zum Helmchenhof! Nummer 1. Mal gerade umgucken. Wo könnten sich diese Kinder dann alle aufhalten? Scheint so, als hättest du dir überall einen Namen. Aha!
Im Geheimversteck auf jeden Fall auch. Ich gehe mal gerade hier an Chatley ran. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Mhm. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Ah, sehr schön. Was hast du denn jetzt anzubieten? Eine magische Verkettung. Ein Angriff mit der verbundenen Materia wird automatisch auf denselben Gegner ausgeübt, den der Anführer zuvor angegriffen hat. Kann mit den Materia Glut, Frost, Gewitter, Luft und Toxin verbunden werden, verbraucht keine ATB oder MP. Ja, ich nehme den mal gerade mit. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Kein Problem. Ah, da ist Meg, das Kind Nummer 2. Na du? Wie läuft die Patrouille? Wir haben heute schon Müll aufgesammelt und jemandem den Weg gezeigt und einer Oma über die Straße geholfen. Oh, sehr schön. Das hast du sehr gut gemacht. Ist doch das Mindeste. Immerhin gibt es den Helmchenhof nur dank der Leute hier. Oh nein, ist es aber schon so spät? Ist Fräulein Furia etwa sauer? Auweia, aber das war doch keine Absicht. Oh. Schon irgendwie süß. So, wo können sich denn noch ein paar von diesen Rabauken aufhalten? Hätte ja sein können, dass es da auch welche gibt. Mal gerade gucken. Da geht's auch noch irgendwo hin. Zwei Kinder haben wir. Drei sind's noch. Aha. Du da. Herr Cloud, ich bin sehr erfreut, Sie zu treffen. Mein Traum ist es, so stark wie ein Soldat zu sein. Ich sehe zu den Soldaten auf. Da hast du dir ja was vorgenommen. Nun, wir befinden uns in einer ernsten Lage. Der Mako-Reaktor ist explodiert und viele Kinder haben dadurch ihre Eltern verloren. Die Armen. Vielleicht kommen sie ja in den Helmchenhof. Ja, aber das Fräulein Lehrerin hat dann auch mehr Arbeit. Das Fräulein Lehrerin sucht übrigens nach dir. Das habe ich total vergessen. Ich kehre sofort zum Helmchenhof zurück. Wie sie das immer so gleich vergessen haben. Irgendwie süß. Ich finde dich super. Ist mein erstes Mal in den Slums. Ich würde fast vermuten, dass hier im Geheimversteck mindestens ein Kind auch ist. Mal sehen. Auf jeden Fall lief hier vorhin noch eins herum. Das bist du, das ist Moggy. Was macht das Mädchen da? Ah, hier, guck mal. Du? Nö, du nicht. Hm? Nee. Tatsächlich sind die nur in diesem Bereich. Also hier ist auf jeden Fall nicht. Ich dachte, aber gut. Er findet mich nie, niemals. Dann einmal gerade weiter gucken. Ich habe keine Mogri-Medaillen mehr. Dann muss ich erstmal wieder welche suchen. Okay, Suche geht dann halt weiter. Na, weiter geht's, Cloud. Irgendwo in den Seitengassen müssen noch welche sein. Okay, ihr seid es auch nicht. Hier sind drei schon mal. Okay. Tut uns leid, dass wir zu spät sind. Zwei, vier. Ah, hier ist noch eins. Oh, Herr Soldat, willst du dir die Geschichte etwa auch anhören? Jetzt, wo der Reaktor zerstört ist, soll es wieder Krieg geben, sagen sie. Glaubst du, das stimmt? Solltest du nicht erst was anderes erledigen, bevor du dir darüber Gedanken machst? Stimmt, ja. Der Unterricht bei Fräulein Furia. Ich muss los. Verschreckt doch glatt vergessen. Kann es nicht
Eins fehlt noch. Die Kinder aus dem Hähnchenhof hier vorbei. Nein, hier sind sie nicht mehr. Ein Kind fehlt noch. Schon gehört? Es soll ein Heil sein. War nicht. Hier ist sowieso der Helmchenhof. Ein Kind fehlt noch. Aber hier ist auch nichts. Kann ich hier einfach mal in den Helmchenhof rein? Ah ja. Ob hier vielleicht auch eins ist? Nope. Aber zumindest eine Kiste. Wo könnte das letzte Kind sein? Entschuldigung. Da geht's in den das Geheimversteck. Ach, da oben! Hab ich dich. Habt ihr mich erschreckt? Hallo, wie läuft die Patrouille? Ich habe ganz viele Beobachtungen angestellt für meinen eigenen Laden später. Dein Traum ist es also, deinen eigenen Laden zu haben? Ich will ganz viel Geld verdienen und es dem Helmchenhof schenken. Oh. Das Fräulein Lehrerin sagt nichts, aber auch mit den ganzen Spenden reicht es einfach nicht. Aber das ist ein Geheimnis. Wenn du es jemandem erzählst, musst du Strafe zahlen. Oh, der Unterricht! Das sind alle Kinder. Zurück zum Helmchenhof. Na wunderbar. Alle gefunden. Und sie alle... Ach du Schreck, ich hab's ja komplett vergessen. Mann. Tut uns wirklich leid, Fräulein Furia. Dank euch sind alle Kinder pünktlich zurückgekommen. Ihr habt mir wirklich geholfen. Also, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Ich habe den Krötenkönig gesehen. Ganz nah an unserem Geheimversteck ist er aufgetaucht. Wir müssen ganz schnell was unternehmen. Den Krötenkönig? Das ist das Ungeheuer, das in unserem Versteck aufgetaucht ist. Es trägt eine Krone und ist super fies. Wir glauben, dass es der König der Krötenungeheuer ist. Aber Cloud kann ihn bestimmt besiegen. Klar, das wird ein Kinderspiel. Aber womit wollt ihr mich bezahlen? Söldner kosten. Geld haben wir aber nicht. Die Bürgerwehr hilft einem umsonst. Aber wenn sie von unserem Geheimversteck wissen, dürfen wir dort bestimmt nie wieder spielen. Oh. Das geht nicht. Das ist doch unser Stützpunkt und gehört allen Kindern. Wir geben dir einen echten Schatz, Cloud. Und den Rest bezahlen wir, wenn ich meinen Laden eröffnet habe. Wenn das nicht reicht, müssen wir das Ungeheuer wohl selbst besiegen. Wie wäre es mit Dreigill? Für Dreigill vertreibe ich den Krötenkönig aus eurem Geheimversteck. Ein Freundschaftspreis. Juhu! Damit sind wir im Geschäft! Dreigill? Wow. Cloud wird langsam weich. Sein Herz wird langsam weich.